Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu meinem Jahresrückblick von dem Jahr 2020. Hier ist euer Sebi. Und ja, ich möchte einfach in diesem Video mal mit euch das Jahr 2020 Revue passieren lassen. Ein Jahr, in dem wirklich einiges anders war und noch ist. Und ja, also was kann ich dazu noch sagen? Also das Corona-Jahr. Also ich glaube, da hat jeder so ja, zu kämpfen gehabt mit, aber alles in allem war es für mich als YouTuber ein Jahr wie jedes andere auch, quasi als YouTuber. Und genau, in diesem Video möchte ich euch einfach mal daran teilhaben lassen, was der Kanal und wir alle in dem letzten Jahr einfach mal erreicht haben. Da würde ich sagen, scrollen wir einfach mal rein, würde ich sagen. So. Da seht ihr jetzt, ich gewähre euch einen kleinen Einblick in mein YouTube-Studio. Das heißt, wir sehen ja, aktuelle Statistiken und wie es jetzt so gelaufen ist im letzten Jahr. Und ja, später werde ich euch da auch nochmal ein paar Videos zeigen. Aber ich möchte euch einfach kurz die wichtigsten Fakten mal präsentieren und so, dass wir das mal ganz mal Revue passieren lassen. Kanalanalysen aufrufen. So, dann können wir mal sehen, was wir erreicht haben in dem letzten Jahr. So, wir haben jetzt hier oben die letzten 21 Tage. Machen wir mal wirklich jetzt mal 365 Tage. So, da seht ihr, der Kanal, wir haben uns um 164 Leute vermehrt. Das finde ich echt wunderbar, Leute. Vielen, vielen Dank für eure Treue. Und das ist echt mega. Schaut euch das an. Das ist ein fast stetiger Zuwachs an Abonnenten. Und ja, vielen, vielen Dank an euch alle. Und die besonders hervorzuhebenden Abonnenten werde ich gleich nochmal erwähnen. Und ja, das freut mich sehr, dass der Kanal wirklich so gut ankommt. Wir haben eine Wiedergabezeit von 3127 Stunden. Leute, da bin ich echt überwältigt, weil, boah, 3126 Stunden, das ist mehr als drei Viertel von der Marke als YouTube-Partner. Und das finde ich schon echt enorm. Auch nochmal hier ein fettes, fettes Dankeschön an euch alle. Also wirklich, das ist ja euer Verdienst. Ich meine, ich mache die Videos so, wie sie mir gefallen. Und ja, es ist euer Verdienst, dass, ob ihr die schaut oder nicht. Ne? Aufrufe 21.800. Ja, ist auch eine super Zahl, muss ich sagen. Also das freut mich echt sehr. Und ja, meine Güte, es geht auch weiter. Schaut mal da. Und aber ja, wir stehen momentan bei 275 Abonnenten. Tatsächlich auch eine runde Zahl. So, zum Jahresabschluss ist das doch ganz cool. Und ja, also was gibt's noch so sagen? Also ich bin sehr froh über das vergangene Jahr, weil ja, so viele Abonnenten, damit hätte ich echt nicht gerechnet, Leute. Also ich weiß nicht, auch nicht, ob ich das so verdient habe. Aber ja, meine Güte. Okay, gut, ich glaube, dann können wir auch schon rüberspringen. Das war so das Grundlegende. Können wir auch schon rüberspringen. Springen wir mal in den Kanal rein. Klicken wir mal in die Videos. Was haben wir denn im letzten Jahr alles gespielt? Das war ja schon eine Menge, Leute. Das war echt schon eine Menge. Ich werde das jetzt so machen. Ich werde die Eindrücke mal zusammensammeln und mal in ein paar Projekte einfach nochmal reinklicken und das nochmal Revue passieren lassen. Jetzt sagt er hier allerdings, wartet mal, ich glaube, die Videos von vor 8 Monaten. Wartet mal, ich glaube, das kann ich in den Playlisten besser machen. Warte mal kurz. Genau, was war denn hier nochmal? Das war doch Tenshu. Wann habe ich das denn angefangen? 18.12.2018. Ich glaube, das ist zu lange her. Okay, Leute. Gut. Dann ist das jetzt gerade schade. Gut, dann machen wir es so. Ich werde die letzten 8 Monate reinnehmen. Jo, gucken wir uns einfach mal an, was wir hier in diesem Jahr alles gespielt haben. Und ja, ich würde sagen, es geht an.
Es fängt an mit Dune 2000, Leute. Dune 2000, ja, das war ein richtig geiles Projekt. Liebe Leute, schauen wir einfach mal rein, was hier so abgegangen ist. Das wird jetzt der letzte Angriff, den ich hier verteidigen muss von links. Du nervst. So, bitte. Gut. Dune 2000, Leute, meine Güte. Ja, das war ein richtig, richtig geiles Projekt. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht, das Strategiespiel. Schaut euch das an. Ha, genau, mit den dicken Panzern da. Das war doch mal geil. Bumm. Ach, das war schon ein geiles Projekt, muss ich sagen, Leute. Richtig cool. Ja, Leute. Dune 2000. Richtig gut. Selbstverständlich richtig heftig gegenüber Mulder. Ach, das war doch schön, oder? Müsst ihr doch mal sagen. An alle Strategiefans hier unter euch, dass Dune 2000 war ein richtig geiles Projekt. So. Dann würde ich mal sagen. Ja, das war Dune 2000. Ja, stimmt. Das war noch in diesem Jahr, ne? Richtig. Das war noch in diesem Jahr. So, was hatten wir denn noch? Och, Spore hatten wir. Oh mein Gott. Wir hatten Spore, stimmt. Ach, das war auch so ein witziges Spiel, Leute. Das war so ein witziges Spiel. Schaut euch das an, Leute. Da konnten wir ja unsere eigene Kreatur machen. Und das war ein richtig cooles Game, muss ich sagen. Schaut euch das an. Schaut euch das mal an, das ist eine Enterprise. Ja? Da ging es quasi darum, dass wir eine Evolution durchmachen mussten und von der Zelle bis zur Weltraummacht sozusagen. Ist klar. Und ja, meine Güte. Das war schon witzig, muss ich sagen. Haben wir hier irgendwo einen Kampf oder so? Genau, Leute. Nein, ein Tanz. Genau, das war witzig. Ach ja, liebe Leute. Erinnerungen. Erinnerungen. Wie schön. Was hatten wir denn noch? Och. Parasite Eve 2 haben wir noch durchgespielt, tatsächlich. Parasite Eve 2. Ja, richtig. Wartet mal. Wir hatten hier, genau. Die beiden Parasite Eve-Teile hatten wir. Genau, einmal umschalten hier. So. Alles klar. Dann schauen wir einfach mal rein. Ach, genau, das war da mit diesem Rätsel da. Genau, Leute. Haben wir hier irgendwo. Genau, Leute, das ist Parasite Eve 2. So. Parasite Eve 2 war auch so geil, Leute. Hat mir richtig Spaß gemacht, das Game. Richtig Spaß gemacht. Das Kampfsystem war auch so geil in dem Spiel. Schaut euch das an, das war richtig innovativ hier. Man kann ballern und man kann auch hier die Zauber machen. Und, richtig innovativ für die alte Spiel hier. Ja gut, das war der Kampf, der war jetzt ein bisschen failig für mich, aber jo. Da seht ihr es mal, Leute. Das hat richtig Spaß gemacht, mit den Zaubern da zu agieren. Das war richtig cool, ey. Richtig gut, ey. Ja, genau, so sah der Kampf da aus. Und ja. Ah, der Blindzustand ist ewig, alles klar. Und zack. Ach, schön war es, Leute. Schön war es. Ihr erinnert euch, alle, die es gesehen haben. Parasite Eve 2 war richtig genial. Was haben wir hier denn noch? Spore nochmal. Parasite Empire Earth, Leute.
Oh mein Gott, wir haben Empire 11 gespielt. Tatsächlich, ja. Richtig. Ja, hallo zusammen. Ja. Richtig, Empire 11, Leute, neues, nächstes Strategiespiel. richtig gut auch. Wobei ich das Projekt pausieren musste. Für den Moment, aber ja, auch ein richtig geiles Game aus dem Jahr 2000. Und für alle Fans des Echtzeitstrategie-Genres. Richtig gut. Muss ich quasi halt wie bei Age of Empires mit Ressourcen eindecken und ja, damit dann die Gegner platt machen sozusagen. Das sehen wir, glaube ich, hier auch noch in weiteren Fortschritt hier. Ja, genau, da gab es nämlich auch Seeschlachten in dem Spiel. Schaut mal hier. Richtig gut. Richtig gut gemacht, auch dass man da so reinzoomen konnte. Das war schon richtig genial. Richtig gut, ey, so hat er die Qualität, dass der die immer umstellt, das verstehe ich nicht. Genau, Leute, das war Empire Earth. Ja, das war auch eine geile Zeit, muss ich sagen, mit Empire Earth. Da haben wir nämlich hier jetzt uns aufgebaut wieder, genau. Und, genau. So sehen dann nämlich die Kämpfe aus bei Empire Earth, genau. Das war auch richtig genial, Empire Earth, ey. Der Weg übers Mittelmeer. Ja, richtig. Ihr erinnert euch, ne, als wir da mit dem Spiel angefangen haben. Ja, das war schon mega nice, Leute. Mega nice. So, was hatten wir denn hier noch? Das Finale von Parasite Eve. Och, das war so episch, das Finale, Leute. Wirklich. Schaut euch diesen Bosskampf an hier. Schaut euch diesen Bosskampf an. Ja, wartet mal. Ich gehe nochmal zurück an den Anfang. Schaut euch diesen Bosskampf an. Gute alte Parasite Eve 2, ey. Meine Güte. Das war so ein ekliges Vieh, ey. Ich sage euch. Das war so ein ekliges Vieh. Schaut euch das an. Und macht den Kopf. Aber gut, das war halt typisch Parasite Eve 2, ne? Das Spiel hat halt sehr viel Wert auf eklige Gegner gelegt. Und, es ist so heftig, wirklich. Schaut euch das Ding an. Schaut euch das an. Schaut euch dieses Ding an. Genau, schaut euch dieses Ding an. Oh Mann. Und die zweite Phase von dem war auch krass. Wartet mal, Leute, wo war denn das? Hier, Leute, hier ist die zweite Phase von dem Endgegner. Meine Güte. Leute, guckt euch das an. Darf ich vorstellen? Der ultimative Endboss. Die allerletzte Form. Das war so ein krasser Kampf. Der allerletzte Kampf steht uns bevor. Oh, schaut euch das an, ey, was der Gegner alles drauf hatte. Bei dem gewinne ich tatsächlich den Energy Ball. Schaut euch das an. Weil wenn er das macht... Und zack. Gott. Dann mussten wir ausreichen. Der Bosskampf, der war schon extrem, muss ich sagen. Aber wir haben es am Ende geschafft, also. Einmal Antibody, Leute. So. Der geht aber schnell wieder weg. Verdammt. So, warte. Habe ich hier noch eine Szene vielleicht? Der lädt jetzt wieder ein bisschen. Ja, komm. Genau. Ah, das war schon zu weit. Alles klar, Leute, ja. Ja, der Timer ist wieder kaputt, aber das ist mir jetzt egal. Auf jeden Fall war das ein richtig geiler Moment im letzten Jahr. Mit dem Boss von Parasite Eve. Und hier hatten wir doch auch irgendwo das Spore-Finale. Genau hier, Leute, Spore-Finale. Da waren wir nämlich in der Weltraumphase unterwegs. Und haben uns durchgekämpft, quasi. Also wir mussten ja... Wir mussten bis ins Zentrum der Galaxis reisen. Und, genau, so sah unsere Rasse am Ende aus. Das war richtig interessant. Ein grüner Mensch und, ja. Genau, Leute, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal weiter, ob ich hier irgendwo noch was finde. Genau, Leute, hier... Da haben wir nämlich einen kleinen Kampf gehabt hier. Noch so kurz vor Schluss.
genau, gegen die da. Ach, das war doch schon. Das war richtig gut, ey. Boah. Ich glaube, das werde ich auch wieder spielen. Das werde ich auch wieder spielen, glaube ich. So, bumm. Genau, das war so eine intuitive Steuerung da mit dem Raumschiff. Ja, da haben wir den Krieg angefangen. Was für 360p, also wirklich. So. Bumm. Genau, Leute. Dann haben wir, glaube ich, noch die Stadt hier weggebombt, ne? Genau. Genau. Genau, so haben wir uns dann durchgekämpft, um dann quasi hier am Ende... Wartet mal, was? Hier am Ende sind wir durch die durchs Zentrum der Galaxis, am Zentrum der Galaxis angekommen. Da gab es nämlich diese bösen, bösen Grogs, Leute, ganz genau. So, schaut euch das an. Die waren echt heftig, die Gegner. Aber wir haben es am Ende wieder geschafft. Krieg geführt gegen die furchterregendste Rasse in der Galaxis. Aber das ging klar. Das ging echt klar, Leute. So. Ja, das war... So haben wir uns dann da durchgekämpft halt und sehen wir dann quasi hier jetzt auch am Ende. Am Ende haben wir es geschafft, ins Zentrum der Galaxis zu kommen und da kam diese lustige Cutscene. Schaut euch die an, ey. Der Drogentrip, ey. Das weiß ich noch, Leute. Schaut euch das an hier. Der Drogentrip. Ach, herrlich. Herrlich war's. Genau, der Drogentrip, ey. Und dann am Ende das hier. Das war auch geil. Ach, das war schon herrlich, oder? Spore, Leute. Spore war schon echt heftig. Genau, da haben wir den Stab des Lebens gekriegt. Und, ja, da geht's jetzt wieder zurück. Genau, Leute, das war das Finale von Spore quasi. Das war, wann war das? Das war vor 6 Monaten. Gar nicht so lange her. Oh, und dann haben wir schon mit dem aktuellen Projekt angefangen. Leute. Command & Conquer Alarmstufe Rot, Remastered. Oh mein Gott, das war schon echt geil. Also es ist immer noch geil. Command & Conquer Alarmstufe Rot. Schaut euch das an, Leute. The Remastered. Richtig gut, ey. Hier. Genau, Leute. Das kennt ihr, glaube ich, noch von aktuell. Ne? Da haben wir nämlich jetzt im letzten Jahr... haben wir ja die Alliierten und die Russen ja fertig gemacht und Alarmstufe Rot im Endeffekt auch. Warum ist der jetzt so weit unten? Achso, stopp. Genau, da haben wir ja die Alliierten fertiggestellt und genau, meinen Kanal-Trailer habe ich noch erstellt. Was gab es denn hier noch? Widerstand des Sowjets. Stalins Ende, genau. Das war das Finale von den Alliierten, Leute. Hier, schaut euch das an. Sind wir einfach mit unseren Gummipanzern reingefahren. Genau. Das war geil. Das war geil. So. Genau. Da haben wir ja die ganzen Russen platt gemacht. Und... wo war das denn mit der anderen Basis? Das war, glaube ich, hier noch, ne? Hier waren wir schon einen schreienden Schritt weiter. Das war schon geil, muss ich sagen. Egal, dann geht da raus. So. Bumm. Das war richtig gut. Da hat er noch eine erste Spule. Oh Mann. Wirklich. So, Leute. Dann würde ich sagen, hatten wir hier noch die finale Cutscene. Schaut euch das an. Die letzte Cutscene der Alliierten, ey. Wo Stalin da im
im Fels begraben liegt. Hey. Herrlich. Der Stalin. Genau, der Typ war geil. Richtig herrlich, Leute. Richtig geil. Und da gab es, glaube ich, noch eine Szene, die wir da nicht drin hatten, ne? Die neue war quasi in der deutschen Version. Genau, schaut euch die an, die neue Szene. Also. Die komplette Cutscene, Leute. Die komplette Cutscene. Genau, die komplette Cutscene. Ja, das war schon ein krasser Moment. So. Wo der Stalin da auf übelste Weise gekillt wurde. Von Stavros. Das ist der Stavros, der ein griechischer General von den Alliierten. Richtig krass. Einfach so lebendig begraben. Genau. Leute, falls ihr die Szene nicht gesehen habt, hier war sie nochmal. Und ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Was haben wir denn noch? Also ich glaube, wir sind schon fast auf Parasite Eve 1. Wartet mal. Parasite Eve 1, Leute. Das war auch richtig gut. Schaut euch das an. Parasite Eve 1, ja. Komm, Amira, geh mal weg. Parasite Eve 1. Schaut euch das an hier. Na komm schon. YouTube. Was ist denn wieder? Ah, so. Wir haben mehr HP bekommen. So sah das aus, Leute. Das ging am Anfang noch relativ schnell. Das war ein richtig geiles Spiel. Aber der erste Teil von der Parasite Eve Serie. Das war das erste Mal, dass ich den durchgespielt habe, tatsächlich. Das war richtig geil. Ich zeige euch auf hier das Kampfsystem. Der hat irgendwas gesagt von wegen, wo ist die. Wartet mal, da muss ich gerade mal die Szene suchen. Hier war es, genau. Das war das Kampfsystem, liebe Leute. Nein, 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 Moment. Dass der die Qualität immer runtersetzt, gefällt mir nicht, ne? Ich hab die doch, das war doch ein Voll-HD-Video, Mann. Na komm schon. So. Genau, Leute, das war das Kampfsystem. Das war auch richtig genial in der alten Zeit. Dein Ernst, Eier? So eine Mischung aus sag schon, Resident Evil und Final Fantasy. So rundenbasiert. Richtig cool. Ein Mist, das heißt, auch mit Zaubern und Waffen und allem möglichen. Genau. Und ja, das war schon richtig genial. Und da hatten wir hier noch mal so ein paar Zwischenszenen, so ein paar ruhigere Sachen. Wenn er sich denn mal hier bewegt. Ja, genau. Leute, hier sind die ganzen Da waren wir noch in dem Polizeirevier mit den ganzen Leuten. Ach, das war cool. Das war so cool. Davon haben wir, glaube ich, auch das Finale gesehen. Davon haben wir das Finale gesehen. Wartet mal. Empire Earth war hier noch. Was hatten wir noch? Das Finale. Das hatte immerhin 18 Folgen oder so, ne? Part 19, ist es das? Hier, das hatte immerhin 19 Folgen, das Spiel. Hier zeige ich euch nochmal das Finale, Leute. Das Finale von Parasite Eve. Ja, letzte Sache bin ich wieder. Das war richtig gut. Zu Parasite Eve. Das war richtig gut, Leute. Ich zeige euch noch kurz den Bosskampf. Hier, schaut euch das an. Das ist der Endboss. Im ersten Teil. Die ultimative Lebens. Ein Baby. Genau, das war das Baby, was sich da weiterentwickelt hat. So. Gegen das haben wir nämlich gekämpft. Viel aus. Ja. Genau. Einfach ja, draufgeballert. Das ist noch nicht so schlimm, Leute, weil das kann ich euch jetzt schon sagen. Nein, das sage ich euch einfach nicht. Einfach draufgeballert. Und das Baby ist dann größer geworden irgendwann. Na, Moment, wo war die Szene? Da gab es nämlich auch verschiedene Cutscenes hier. Genau, Leute, das Baby hat sich da weiterentwickelt. Schaut euch das an. Genau. Es wächst. Was passiert? Genau, Leute. Das ist der Endgegner von Parasite Eve 1 hat sich weiterentwickelt. Und das haben wir aber auch irgendwann geschafft. Also das Leute, war. Mach einmal Liberation. Aber das war richtig geil. Schaut euch mal diesen Imba-Zauber an. Groß geworden, Teenager.
Genau, zum Teenager. Ja, seht ihr das? Das ist die Ultra. Das ist ein richtig krasser Zauber gewesen. Schaut euch das an. Das ist so krass, das Vieh. Ja, dann haben wir gegen den halt gekämpft und da hatten wir dann noch in der dritten Phase. Das Ding hat nämlich vier Phasen gehabt. So. Das Ding ist erwachsen. Ja, schaut euch das an. Ist erwachsen geworden. Richtig krass. Das muss das erwachsene genau. Wesen sein. Genau, der Typ war erwachsen und das war schon übel. Das ist jetzt der ultimative Kampf. Der ultimative Kampf, ja, genau. Schau ich das an. So. Ah, ja. Nochmal Liberate drauf, ja, genau. Aber oh, ich kann mich noch dran erinnern. Das hat nichts gebracht. Null. Aber gut, ich habe ja Autozauber drin. So, schau dich das Ding an. Ja, okay, das ist jetzt. Aber das war schon echt krass. Blöd. Gut, schieß einmal. Und dann waren wir hier noch irgendwo. Genau, da. Das war dann die letzte Phase von dem Kampf. Richtig gut. Tatsächlich, Leute. Oh mein Gott. Das war richtig krass. Und wo wir erstmal keinen Schaden gemacht haben. So. Einmal draufballern. Guck. Wo wir da keinen Schaden gemacht haben. Schaden. Aber dann haben wir hier die neue Waffe gekriegt, quasi. Das ist von Mai. Und dann haben wir da. Das ist jetzt diesen heftigen Schaden. Und ja, also das war quasi die Szene. Der Endboss quasi. Und dann am Ende dieser blöde Spießrutenlauf. Ich kann mich noch genau dran erinnern. Das war so ekelhaft. In dem Schiff da, wo wir da rein mussten. Hier, Leute. Wo wir am Ende in diesem Motorenraum rauskamen. Bitte was? Und wir immer verloren haben. Ja, das war auch nicht klar, ne, wo man raus musste. Raus. Und ja, dann hier am Ende nochmal das Theaterstück. Oh mein Gott, das war auch episch. Muss ich sagen. Genau, Leute, das Theaterstück. Das Theaterstück vom Anfang mit einer anderen Hauptdarstellerin. Genau. Ach, das war geil. Das war richtig geil, Leute. Die Erlaubnis, um Eva zu heiraten. Ich glaube, das war's auch schon im Prinzip, ne? Also die, ja, und dann haben wir eigentlich auch schon mit Star Wars angefangen hier. Star Wars Episode 1. Hier die Power Battles. Genau. Das ist eigentlich schon das aktuelle Projekt hier. Wir spielen Episode 1 hier nach. Also vom Star Wars Film. Trifft irgendwie nicht, ne? Na komm. Hat sich das jetzt hier irgendwie aufgehangen oder was ist los? Ja, ja, das Bild hat sich noch aufgehangen. Genau, Leute, da spielen wir quasi den Film nach und das war richtig geil. Also es ist ein richtig geiles Spiel. Ja, ich meine, warum denn nicht? Ja, genau. Gegen die Druidikas da gekämpft, ey. Das war aber schon im Dezember, also das ist noch nicht so lange her. Ja. Genau, Leute. Cool. Ja, und dann würde ich mal sagen, haben wir es soweit. Der Jahresrückblick, ey, meine Güte, der war richtig, richtig, fand ich auch jetzt cool, dass ich das alles nochmal so Revue passieren lassen habe, und ihr hoffentlich auch. An alle, die zugeschaut haben, vielen, vielen Dank, die noch hier dabei sind, bei meinem Laber-Video quasi. Und ja, dann würde ich sagen, schmeiße ich mal wieder den Hintergrund an. Zack. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, außer nochmal vielen Dank für dieses sehr erfolgreiche Jahr. Und dass ihr diesen Erfolg möglich gemacht habt und alle nennenswerten Kommentarschreiber werde ich jetzt einfach mal auflisten hier. Genau. Und ich lasse das einfach so von unten nach oben reinlaufen. Und ja, möchte mich bei allen hier herzlich bedanken. Und ja, auf das neue Jahr 2021, wenn es möglich ist, genauso wird. Und vor allem aber für uns im privaten Bereich ein bisschen besser wird, beziehungsweise viel besser wird, wenn diese Corona-Kacke jetzt endlich mal vorbeigehen wird. Und ja. Wie gesagt, also ich bin ja noch der Hoffnung, dass es im Sommer
vorbei ist mit der Pandemie, aber das kann man ja nie wissen, Leute. Das ist ja, kann ja morgen wieder eine neue Mutation kommen und dann dauert es wieder ein halbes Jahr. Aber gut, ich möchte euch jetzt nicht hier verängstigen oder in Trauerstimmung versetzen. Ich möchte mich einfach nur bedanken für das Jahr. Es war ein richtig geiles Jahr für mich als YouTuber und ja, gerne das nächste Jahr so weitermachen. Und ja, jetzt hatte ich auch gestern schon noch mein Zweijähriges auf Twitter, beziehungsweise mein Zweijähriges Jubiläum. Das fand ich auch sehr krass, dass das schon 2 Jahre sind. Das kam mir gar nicht so vor. Und ja, gut Leute, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2021. Einen guten Rutsch. Ein frohes Silvester. Auch wenn man nicht böllern darf. Leider. Aber es dürfen ja noch Reste abgeballert werden. Und ja, da bin ich zuversichtlich, dass da der ein oder andere doch noch Spaß empfinden kann beim Silvester. Wenn nicht durch Böllern, halt dann durch die Familie. Und dass man da gemeinsame Stunden verbringt, einfach ins neue Jahr gemütlich reinrutscht. Bei uns wird morgen wieder Dinner for One laufen, ganz klassisch. Und ja, dabei ein bisschen was getrunken, gegessen und einfach ganz gemütlich. Und um 0 Uhr dann halt ein paar Mini-Reste vom letzten Jahr noch weggeballert. Und weil wir es hier zum Glück dürfen. Und natürlich mit Abstand und allem, das ist doch klar. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, wie gesagt, wünsche ich euch ein frohes neues Jahr, beziehungsweise einen guten Rutsch. Kommt gut rein und wir sehen uns dann am 5. Januar wieder mit den Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Sebi.